10 nach 12, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, und die beginnt gleich mit einem grausamen Mord, und zwar auf offener Straße am helllichten Tag. Nachbarn müssen mit ansehen, wie eine 45-jährige Münchnerin vor ihrem Wohnhaus in Obergiesing von einem Mann mit einem Küchenmesser tödlich verletzt wird. Als die Beamten am Tatort eintreffen, ist der Täter auf der Flucht. Ein Mehrfamilienhaus im ruhigen Münchner Stadtteil Giesing. Hier ist die furchtbare Tat passiert. Die Frau ist schwer verletzt und blutet stark. Reanimationsversuche bleiben erfolglos. Sie stirbt noch am Tatort. Nicht weit entfernt wird ein blutiges Messer gefunden. Vom Täter aber fehlt jede Spur. Wir gehen derzeit von einem Mann aus, ca. 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß oder kleiner, wie die Zeugen gesagt haben. Er ist vermutlich mit einer dreiviertellangen Hose bekleidet, hat vermutlich eine Brille aufgehabt und die Haare, braune, halblange bis kurze Haare, auch hier sind die Angaben unterschiedlich. Ob es sich um eine Beziehungstat handelt, ist derzeit noch unklar. Allerdings hatte sich die Frau vor über einem Jahr von ihrem Freund getrennt. Anschließend, so berichten Nachbarn, habe der sie regelmäßig gestalkt. Wenn ich sie getroffen habe, ich gehe immer mit dem Hund gassi. Und wenn wir uns getroffen haben, bin ich immer mit ihr bis zu ihrem Hauseingang und dann bin ich nach Hause. Also doch auch aber wegen dem Stalking? Das war am Anfang etwas heftig, ja. Man hat schon gemerkt, dass sie sehr ängstlich ist. Das hat sie aber auch zum Ausdruck gebracht, dass sie sehr Angst hat. Wohin der Täter flüchtete, ist bislang unklar. Ein Suchhund der Polizei nimmt eine Fährte auf und verfolgt diese bis zu einer nahegelegenen U-Bahn-Station. Dort hat er die Witterung verloren. Für uns ist das zumindest einmal ein Schritt, ja, dass der Täter hier nicht in ein bereitgestelltes Auto gegangen ist, gestiegen ist und davongefahren, sondern eben weggegangen ist in Richtung U-Bahn. Müssen wir die weiteren Ermittlungsschritte, Videoüberwachung im U-Bahnhof und so weiter halt abwarten. Die Gefahr für die Bevölkerung schätzt die Polizei derzeit als gering ein. Dennoch rät sie zur Vorsicht. Verdächtige Personen sollten umgehend gemeldet werden.